Okay. Ich denke mal. Wo sind meine Leute? So, leg mal den Hebel um. Bitte. So, danke. Und dann können wir den Alarm. Den Alarm. Wo sind Alerts? Können wir erstmal wieder aufheben. Und können auch das Quad erstmal canceln. So. Ja, dazu fällt mir auch gerade was ein. Ich habe noch keinen Lederer, gell? Nein, den habe ich auch noch nicht. Den muss ich nach dem nächsten Cut auch mal einstellen, um mir Backpacks und so machen lassen. Okay, die Mächte des Bösen bewegen sich nicht. Das ist nur ein kleiner Überfalltrupp. Also jetzt nichts Akutes, Ernstes, mit wem wir nicht fertig werden. Außer dass ihr wieder, glaube ich. Jo. Das wird wahrscheinlich der Anführer sein, der Crossbowman. Oder das Krokodil, was in den River gefallen ist. Auf jeden Fall nicht so gut, wenn wir da unten arbeiten. Hätte etwas früher mit dem Refuse anfangen sollen, hä? Naja, gucken wir mal, worauf das hinausläuft. Auf jeden Fall, wenn wir die Leader wieder gehen lassen, die Händler wieder gehen lassen, dann müssen wir. Ach, im Augenblick sind sie beim Trainieren. Okay. Dann müssen wir wieder unsere Truppen und alles aufstellen. Okay, mein Leader trinkt gerade. Du bist ja hoffentlich noch bei Leader, ja. Alle anderen sind beim Schaffen arbeiten. Gut. Gut. Gucken wir mal kurz noch mal kurz nach unserer Munition. RF ist Ammunition. Kupferbolzen haben wir ein paar. Vielleicht können wir bei den Händlern noch welche kaufen. Und Holzbolzen. Das muss für die ersten Goblins hoffentlich reichen. Wir können uns ja leider nicht. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Wo habe ich jetzt drauf gedrückt? C, was ist C? Ah, Civilizations. Goblins. Elf-Administrator. Ah, wie auch immer. Ich wollte eigentlich ja gucken, wie die so angezogen sind. Okay, die sind noch nicht so toll. Ja, ausgerüstet. Also hauptsächlich, sie tragen ein bisschen Iron und Copper bei sich, aber ansonsten geht das eigentlich noch. So, gucken wir mal kurz. Können wir handeln? Ja, können wir. Bleibaren, schwarzes Bronze, Gold, Sterling Silber. Nein. Also erstmal hier, das schenke ich euch. Crystal Glass, Clay. Genau, das will ich nehmen. Holz erstmal. Da das mit den Elfen mit dem Holz ja nicht geklappt hat, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal, wenn wir mit ihnen handeln.
So. Nehmen wir einfach alles, was wir an Holz haben. Ist ja nicht so viel. Gut. Das ist alles. Wo brauchen wir nicht? Der Bronze-Piccolo nehmen wir gerne mit. Und eine Eisentrompete. Nee, das ist zu teuer. Eine Bronze, Harfe, Kupfer. Noch mehr Kupfer, 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 Kupfer. Kupfer. Bronze-Toy-Boot. Tin Cage, Nickel Cage, Nickel Cage, Tin Cage. Nehmen wir auch ein bisschen was. Katze, nein. Ein Kupferkäfig aber. Surbu, nein. Ein paar Barrels nehmen wir gerne. Die günstigen. Und keine Blutbarrels. Buckets brauchen wir nicht. Eine Bronzepicke nehme ich gerne. Pike ist eine Pike, keine Picke. Also Spitzhacke. Copper Pike. Pikes sind, glaube ich, schön groß. Da kann ich mir gut was einschmelzen. Genauso wie aus einem Kupferspeer. So, das reicht jetzt aber erstmal. Jetzt gucken wir mal. Ah, eine Copper Whip, die kann noch mit. Rüstungen lassen wir mal außen vor. Oh, Buckler. Buckler hingegen. Nee. Bronzerüstung. Nein. Sandbag. Floorbag. Woolbag. Alpaka Woolbag. Wolverine Litterbag. Ropeweed Fiberbag ist leer. Okay, nehmen wir auch mit. Ah, noch ein Ropeweed Fiberbag. Das brauchen wir aber auch endlich mal wieder. Genau. Clothbins. Zwei Stück. Na, sagen wir drei. Ja, du siehst. Naja, okay, das ist Wolle, egal. Leder, weil es nicht teuer ist. Und nochmal Ropeweed Fiber. So. Wenn du nochmal Leder hast, ja, ist ja nicht teuer. Nee, nee. Obwohl Wolle nehmen wir noch einmal. Habt ihr auch Silk? Sharkleder? Noch mehr Leder. Noch mehr Ropeweed. Leder. Leder will ich gerade nicht. Danke. Nö. 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 Ja. Bolzen. Ja, Bolzen nehme ich nicht, weil die mir viel zu teuer sind, die er anbietet. Obwohl die Bronzebolzen, die nehme ich noch. Das ist okay. Das ist okay. Anvils nehme ich auch gerne, weil die massiv sind. Essen. Eine Wolfsleber, nein. Bärenfleisch nehme ich aber gern. Hund kann ich auch gern nehmen. Noch mehr Hund. Kuhfleisch gerne. Seeotter nicht wirklich. Schaf. Lama. Goat nehme ich auch. Katze ist auch okay. Pond Turtle und Flunder. Hering. Squid. Salmon auf jeden Fall. Ah, noch ein bisschen hier von dem Fisch. So. Squid. Makrele. Noch mehr Salmon.
Und ja, ich bin ein bisschen wählerisch. So, das reicht aber erstmal von unserer Seite, unserer Seite. Jetzt hauen wir mal was ordentlich in den Pott. Vergiss die Elfen, die Menschen sind viel bessere Handelspartner. Die haben wenigstens auch was ordentliches im Angebot, nur nicht nur Holz. So. Ja, das reicht locker, was wir haben. Brauchen wir vielleicht von unseren Zwergenbrüdern nicht so viel kaufen. So. So. Okay, gut. Trade. Und very happy, jawohl. So, gut. Können dann alle wieder weg. Und der Trader kann weg. So, und sobald die Meldung kommt, dass sie uns bald verlassen wollen, machen wir wieder Vorbereitungen. Wir gucken mal, was macht die Vile Force of Darkness. Die steht immer noch dort in den Startlöchern. Die warten vielleicht wirklich darauf, dass die Händler uns verlassen. Wie sieht's hier mittlerweile aus? Ah, das erste Zimmer ist fertig. Die Sachen werden noch abgearbeitet. Ich war Masons. Rock-Statue und der andere Mason. Rock-Coffin, okay. Es wird Holz gebracht, sehr schön. Und es ist Herbst. Ich könnte schon fast sagen, ich provoziere sie jetzt einfach mal. Dazu mache ich wieder den MA, den Bunkerbefehl an. Geh mal kurz in den Pausemodus. Sag meinem Squad, es soll hierher. Geh in meine Dings und sag hier, pull den Lever. Und dann gucken wir mal. Ist auch lustig, dass während der Belagerung, also hier oben sieht der Siege, sogar die, so. Bewegt ihr euch? Nein, ihr bewegt euch nicht. Was bist du? Du bist ein Koala. Okay, die haben keine Lust, da mit dem Koala sich abzugeben. Ich bin mal mutig. Ist ja alles Fun. Sollen sich eh keine Leute in die Richtung bewegen. So, vielleicht. Vielleicht habe ich auch Glück und sie sind intelligent genug, um von unten zu gehen und nicht so sehr auf sich aufmerksam zu machen. Deswegen mache ich mal die Dropdown Tree Designation hier weg. So. Gucken wir mal kurz. Ihr bewegt euch da nach oben? Ja, macht ihr.
Finde ich zwar nicht so toll. Aber die Goblins halten noch die Füße still. Okay.